Was ein Wetter, Leute, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu E-Bike Abenteuer Nummer 16. Für uns geht es heute der Agger entlang, einem kleinen Fluss Richtung Oberbergisches Land, nenne ich es mal. Besser kann man doch hier eigentlich gar nicht starten, zumal eigentlich auch Regen angesagt war. Daher habe ich hier auch die Regenjacke an, kann ich aber gleich ausziehen. Jetzt schon viel zu warm und drückend auch irgendwie. Drückt mir bloß die Daumen, dass das Mikrofon jetzt hier funktioniert. Ich habe extra ein neues gekauft. Mit anderen Worten, sollte das jetzt wieder krachzen und Theater machen, habe ich ein größeres Problem. Dann ist nämlich der Anschluss des Handys eben kaputt. Von daher einfach mal Daumen drücken. Ich höre mir jetzt mal die Aufnahmen erstmal an. Gott sei Dank, Leute, das Mikrofon funktioniert. Ich will hoffen, dass das auch so bleibt. Den ersten Fehler habe ich entdeckt. Wir fahren nicht der Agger entlang, sondern der Sülz. Dazu fahren wir erstmal entlang des Königsforsts und alles weitere während der Tour. So, nach dem 16. Kilometer wird das auf jeden Fall jetzt hier zu warm. Die Hitze, die staut sich richtig da drinnen. Vor allem auch bei dieser hohen Luftfeuchtigkeit. Demnach werde ich jetzt hier mal kurz die Klamotten wechseln. Ich habe hier nämlich noch so ein dünneres Teil mit. Zack, hier wieder das Windstopper-Ding. Das ist einfach so leicht. Das ist einfach richtig klasse. Ich habe mich langsam, muss ich sagen, so ein bisschen an diese engere Radbekleidung gewöhnt. Das ist alles sehr windschnittig, aber dafür ist es einfach extrem leicht, atmungsaktiv und ja, nur ein bisschen kurz für meinen Geschmack. Und das ist, glaube ich, schon Größe L oder wenn nicht sogar XL. Also ich weiß nicht, was man anziehen muss oder welche Größe man bei Gore wählen muss, wenn man ein bisschen was kräftiger ist. So, hoffentlich taugt der Sound so. Geil, der hört ein bisschen Mucke unterwegs. Auch nicht verkehrt, muss ich auch mal machen, oder? Ich will hier vor der Blacker noch so eine kleine Box installieren oder hier, irgendwie hier so eine, gibt ja diese Mini-Boxen, Bluetooth-Boxen. Warum eigentlich nicht, ne? Jetzt fahren wir hier Richtung Rösrath weiter. Zu meiner Rechten befindet sich hier der Königsforst, fahren wir aber einfach relativ straight dran vorbei. Beziehungsweise rechts befindet sich die Warner Heide und links eben der Königsforst. So, jetzt möge das 16. Abenteuer so wirklich beginnen. Leute, kurz nach 11, herzlich willkommen hier an der Sülz und zwar in Rösrath eben. Ja, wie ihr sehen könnt, relativ gut gefüllt, ne? Das Wasser ist ja sehr aufgewirbelt, relativ schmutzig und dort oben seht ihr die Regenwolken. Mal sehen, ob ja, das Wetter noch die ein oder andere Überraschung für mich bereithält. So, ich fahre ja keine 3 Minuten an der Sülz entlang und schon bietet sich mir ein Naturschauspiel wie sonst was. Schaut euch das mal an. Dazu gibt es hier noch ein Baguette. Leute, Mahlzeit erstmal. Guckt euch das an. Das sieht aus, hier da oben der Hang, der abgerutscht ist mit den Bäumen. Hier diese kleinen Stromschnellen, hier generell so ein Ufer. Boah, hier kann man sich dermaßen gut gehen lassen, vor allem im Sommer. Hier einfach eine Runde baden. Jetzt gehen wir mal hier ein paar Schritte weiter rüber. Leute, Hammer, ey. Versuche ich jetzt mal hier eben einzufangen. Das sieht ja unfassbar schön aus. Hammer. Und hier ist ein altes Ding. Aber ich kann hier noch rüber. Wahnsinn. So gefällt mir das. Baguette schmeckt auch gut, noch regnet es nicht. Boah, ich bin hier hin und weg, Leute. Das sind gerade mal die ersten Meter.
Kann mir mal einer verraten, wo hier dieses Bändchen ist, um die Dinger zu öffnen? Irgendwie ist das hier eine Fehlproduktion. Zumindest was die Verpackung angeht. Geschmacklich werde ich jetzt auf jeden Fall noch herausfinden. Auch noch kaputt hier. Bei diesem Kinder Bueno in White kommt ja direkt die Sonne raus, wie ihr hier oben sehen könnt. Da oben sehen wir sie. Möglicherweise werden das jetzt die leckersten Kinder Bueno Bissen meines Lebens werden. Bei dem Wetter hier, bei der Kulisse, ja, Mahlzeit. Geschmacksexplosion wie sonst was. Kinder Bueno hier, vor allem in der White Edition, ist auf jeden Fall auf meiner persönlichen Top 5 an Süßigkeiten, definitiv. Boah. So, hier noch Pause gemacht, ich muss erstmal weiterfahren. Wobei, ich könnte hier, glaube ich, ewig verweilen, einfach dem monotonen Rauschen des Flusses hier zuhören. Da sieht es wirklich ein bisschen was ungewiss irgendwie aus, ne? Ich lasse mich mal überraschen. Ungewiss ist nicht nur das Wetter, was gerade aber ganz gut aussieht. In der Ferne ist es wieder schwarz, keine Ahnung, drückt mir einfach die Daumen. Ansonsten ist noch ungewiss die Funktionsfähigkeit der neuen Powerbank hier. Und zwar, sobald ich die anklemme, zeigt ihr mir eben an, dass Wasser in der Ladebuchse von meinem Handy ist. Obwohl kein Wasser drin ist, weder hier noch in dem anderen. Und Leute, keine Ahnung, jedes Mal ist irgendetwas. Ich habe mir jetzt jedenfalls hier diese Powerbank neu geholt. Und zwar in einer kleineren Version, 1000 mAh. Und damit sollte man ein Smartphone in dieser Größenordnung hier so 2 bis 3 Mal voll bekommen. Das reicht vollkommen aus. Und ja, jetzt bin ich im Prinzip mit dieser hier sogar noch etwas zufriedener als mit der alten, die ich im E-Bike-Abenteuer Nummer 15 ja, verloren habe. Wie dem auch sei, wird schon alles gut gehen. Die Akkus werden schon irgendwie reichen. Und in der Ferne haben wir gerade die Kirchenglocken der Kirche hier in Hoffungsthal gehört. Boah, jetzt ist hier wieder dunkel hier oben. Hört euch das an. Da kommt doch gleich richtig was runter. Gut, dass ich vorbereitet bin heute mal. Ja, und hier können wir wieder die Sylt sehen. Geht jetzt hier noch ewig weit geradeaus. Ich hoffe auf so abenteuerliche Stellen, wie wir sie gerade schon gesehen haben. Das finde ich immer so am spektakulärsten, ehrlich gesagt. Und jetzt ist mir gerade wieder was ins Auge geflogen. Nicht wundern, ein paar Minuten später. Ich habe jedenfalls genau auf diesen Moment gewartet, wo mir wieder eine Mücke oder sonst was ins Auge fliegt. Und zwar, Leute, ihr könnt hier schon erkennen, ich habe mir eine Fahrradbrille gekauft. Und da ich null Ahnung von dem ganzen Thema habe, mich dann ein Stück weit eingelesen habe, aber gemerkt, dass das Thema ultra komplex ist, habe ich mir einfach gedacht, holst du dir für den Einstieg einfach mal eine ultra günstige Brille mit verschiedenen Gläsern. So kann ich das eben jetzt mal selber austesten. Keine Ahnung, wie sehr es nerven wird, die Gläser immer zu wechseln. Keine Ahnung, wie das überhaupt aussieht. Das wollen wir jetzt mal hier hinter dem Lidl-Gebäude ausprobieren. Aber ich weiß es nicht. Ich rechne mit einer grauenhaften Optik. Probieren wir mal, ob das überhaupt hier so funktioniert. Man die überhaupt so anziehen kann, ohne dass die abbricht. Okay, Leute, so richtig, ja doch, es geht, okay. Oh, okay. Es drückt
direkt mal auf meine sehr höckernde und hügelige Nase, muss ich sagen. Boah, das drückt aber ganz schön hier rein. Ja, Leute, was sagt ihr dazu? Wie sieht das aus? Ich meine, Optik ist eigentlich komplett egal. Ich merke jetzt hier gerade, wenn ich die ganz normal auf habe, ich ziehe mal eben den Fahrradhelm aus, dann habe ich hier unten ein riesen Stück im Prinzip davon frei. Das heißt, also Leute, das ist ja jetzt nicht ganz deren Ernst, ne? So habe ich das Gefühl, mein gesamtes Sichtfeld ist bedeckt. Wenn ich die normal aufhabe, drückt es erstens ultra hier auf der Nase und zweitens ist hier unten alles frei. Also ich vermute, da wird alles reinfliegen. So, ich habe mir die Brille hier nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Und zwar ist das Ding hier ja schon im Prinzip verbogen. Werde ich jetzt mal wieder so ein Stück weit rüber drücken. Aber Leute, ich weiß es nicht, ne? Ich werde es jedenfalls im Laufe dieses Abenteuers testen und euch berichten. Weiter geht's. So, jetzt wollen wir mal sehen, Erkenntnis Nummer 1, gefühlt zieht an diesen Gläsern der ganze Wind vorbei und zwar direkt in die Augen. Also sie fangen ganz leicht an zu tränen nach wenigen Fahrminuten oder Fahrsekunden besser gesagt. Eigentlich ja unfassbar, dass ich das Gefühl habe, dass mehr Wind ins Auge zieht, wenn ich die Brille anhabe. Ich weiß nicht, woran das liegt. Weil die vielleicht einfach nicht passt, weil die einfach Schrott ist oder keine Ahnung. Vielleicht muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen, aber es ist ein komisches Gefühl. Ansonsten, da hier so von der blauen Tönung, die ich euch versuche mal gerade zu demonstrieren, damit ihr seht, was ich jetzt hier gerade ungefähr so sehe. Ich versuche das einfach mal hier zu simulieren mit so einem Effekt. Das ist jedenfalls an sich ganz angenehm. Also wenn ich jetzt auf den Himmel gucke, dann ist es nicht so grell. Also es ist ganz cool. Keine Ahnung, ob das Blaue jetzt hier für die diese aktuellen Bedingungen hier das Beste ist, aber ja, auf jeden Fall ist es eine gewisse Tönung und das merkt man auf jeden Fall. Und jetzt sollte eigentlich ja auch keine Fliege oder Mücke mehr hier reinkommen. Ich lasse mich mal überraschen, ich gewöhne mich da jetzt mal ganz entspannt dran und höre einfach mal auf euren Rat. Ich kann auf jeden Fall das Display des Smartphones hier schlechter ablesen durch diese blaue Tönung. Und was mich irritiert, dass der untere Bereich eben frei ist und es da unten eben heller ist und es ist nicht so angenehm. Aber keine Ahnung, vielleicht ist das Urteil auch viel zu schnell und ich sollte erstmal weiterfahren. Der Radweg an sich, Leute, schaut euch das an. Sensationell, einfach nur schön. Wieder entlang eines Flusses. Ich finde Wasser einfach so unglaublich anziehend und beruhigend und ja, hoffentlich auch erlebnisreich gleich im weiteren Verlauf. Ich denke, das kann aber nur gut werden. Jetzt haben wir hier ein Riesenfeld mit diesen dunklen, schwarzen Gewitterwolken wieder. Im Hintergrund sieht natürlich auf den Aufnahmen irgendwie schön aus. Ich mag diese Atmosphäre, gerade auch so ein bisschen angefangen zu tröpfeln, aber alles in allem passt das Wetter auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall angenehm mittlerweile, auch von den Temperaturen her. Ich muss ja wirklich zugeben hier, ne? Nach so 10 Minuten Fahrt, irgendwie ist das angenehm mit einer Brille. Ich werde jetzt hier mal die Farbe wechseln, schauen, ob ich damit noch besser klarkomme. Aber hier drückt es dermaßen an einer einzigen Stelle. Ja, jetzt gucke ich mal, wie nervig oder kompliziert das ist, diese Gläser hier zu wechseln. Ja, was heißt Gläser? Das sind so Plastikdinger. Oh, okay, das ging schnell. Jetzt nehme ich mal, was nehme ich jetzt? Ich weiß auch nicht, warum man da in so einem Set so viele anbietet. Welche ist jetzt für was? Es gibt auf jeden Fall auch diese Selbsttönenden. Ich glaube, das sind dann die besten, die passen sich den Lichtverhältnissen an. Aber Leute, die Preise gehen ja da auch wieder bis in die mehreren 100 Euro. Und da wollte ich erstmal hier mit so einem Basic-Modell starten. Hat den Vorteil, ich ja, habe erstmal einen ersten Eindruck von so Brillen. Und ich kann euch direkt noch einen Erfahrungsbericht ja, mitbringen. So, jetzt das hier irgendwie rein. Hält aber nicht. Ist wahrscheinlich aus Sicht eines Profis einfach der letzte Schrott hier. Aber so für einen Test ist das doch okay. Geht aber irgendwie nicht rein. Nee. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ohne das abzubrechen. La la la. Der kann doch eigentlich nur hier rein, da rein und dann
Boah. Oder erstmal hier rein. Okay. Nächste Farbe. Oh, das ist sehr dunkel. Das gibt's gar nicht, ey. Jetzt habe ich tatsächlich mal eine Brille an. Ah, wie sieht die aus? Besser. Auf jeden Fall ist schon sehr, sehr dunkel. Das ist natürlich gut, wenn dann nur die Sonne scheint. Aber wenn wir uns das hier gerade anschauen, dann sieht das eher nach Regen aus. Demnach ist dann wahrscheinlich die Farbe hier oder dieses Durchsichtige am besten. Wir werden sehen. Hier übrigens ein schöner kleiner Bach. Geht er denn hier noch hoch? Boah, jetzt sehe ich hier fast gar nichts, Leute, ne? Also fast gar nichts ist übertrieben, aber es ist sehr, sehr dunkel durch diese Tönung. Boah, das sieht ja schön aus hier. Vor allem hier mit dem Dunklen. Weil durch das Dunkle ist das alles an der Seite hier noch dunkler und in der Mitte, das leuchtet sehr hell. Okay, ich schweife ab. Soll ja hier kein Brillenexkurs sein. Wir fahren jetzt erstmal wieder zur Sylt, und zwar Richtung Immekeppel. Eine Sache noch, es lässt sich heute leider nicht vermeiden, dass ihr hin und wieder hier meine Boxershorts seht, denn die Jogginghose rutscht nach unten und das Ding, das zieht sich immer hier hoch. Von daher müsst ihr heute mit leben. Ich kann nicht die ganze Zeit das Ding runterziehen, es ist irgendwas, verschiebt sich hier die ganze Zeit. Weiter geht's. Schön ist an der Stelle auch noch, dass die Powerbank hier mittlerweile funktioniert. Aber nur an dem Handy. Ich weiß nicht warum, an dem anderen hier nicht. Ich werde mal sehen. Wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich die dunkel getönten Gläser doch nochmal entfernt. Also damit kann man echt nur fahren, wenn die ganze Zeit die Sonne scheint. Ja, jetzt habe ich hier diese durchsichtigen angezogen. Irgendwie hat die sich jetzt so ein bisschen angepasst, die Brille. Fühlt sich gerade an der Stelle noch mal ein bisschen angenehmer vom Tragen her an. Es drückt nicht mehr so bei dieser einen Stelle. Vielleicht musste man sich da, oder musste ich mich da ganz kurz dran gewöhnen. Ja, und jetzt stehe ich auf einer kleinen Brücke, wo die Sylt eben ganz friedlich, aber sehr, sehr braun und aufgewühlt daherfließen. Überall hier, Leute, dieses leuchtende grüne, wie nennt man es jetzt? Weiß ich nicht. Dschungelartige Paradies, keine Ahnung, es ist so schön mit diesen ganzen Grüntönen, überall saftige Farben, weit und breit. Ich muss mich hier nur einmal drehen und hier sind so viele Grüntöne zu sehen, in der Ferne an den Bäumen, hier da unten die Gräser, hier diese, keine Ahnung wie die heißen, Pflanzenkunde war nicht so mein Thema in der Schule, aber es sieht einfach nur schön aus, das weiß ich jedenfalls, das kann ich euch sagen. Und jetzt werde ich erstmal hier ein bisschen was Gas geben, ein paar Kilometer machen. Denn die Zeit, die geht schon wieder vorbei wie sonst was. Wir haben jetzt mittlerweile Viertel vor eins, okay. 30 Kilometer liegen hinter mir, 70 sind es mindestens noch. Von daher Gas geben und noch ein paar schöne Aufnahmen irgendwo machen. So, Kilometer Nummer 33, ich kann es jetzt nicht sein lassen. Wenigstens mal kurz hier mit den, ist das kalt, mit den Füßen ins Wasser zu gehen. Die Stelle hier, die ist einfach nur Wahnsinn. Ich war hier in der Kindheit mal schwimmen. Hier, das ist relativ tief hier auch stellenweise. Sieht jetzt aber auch nicht so schön aus aufgrund dieser ganzen Verwirbelungen. Boah, Leute, ist das erfrischend bei der schönen Sonne hier. Guck mal. Ach, es hat sich hier schon wieder gelohnt. Und hier haben wir uns früher immer reingelegt. Genau hier in diesen kleinen Wasserfall, wenn man so möchte. Gucken hier, jetzt nicht das Gleichgewicht verlieren. Wahrscheinlich relativ rutschig.
mich jetzt hier auf die Nase zu legen. Ah ne, ist überhaupt nicht rutschig. Boah. Oder? Noch mal ein paar Meter rüber. Aber hier, seht ihr das? Hier geht es direkt richtig runter. Hey, komm, ich muss ja nicht riskieren. Ist doch schon wieder so dermaßen arschkalt. Boah. Boah, schön. Einfach mal eine Runde raus. Einfach mal an den Fluss bei euch in der Nähe fahren. Ja, eine gute Zeit draußen verbringen. Ich hoffe, ich kann euch das mit den Videos hier ein bisschen vermitteln. Es ist so cool, überall bei euch zu Hause aus, gibt überall schöne Ecken. Man muss gar nicht weit fahren. Boah, belebend. Mit diesem Rauschen hier. Klasse. Jetzt wird es aber wieder was kalt an den Füßen. Okay, fahren wir weiter. Kleines Highlight hier. So, Kilometer Nummer 36, wie ihr sehen könnt, habe ich die Brillengläser nochmal gewechselt. Für dieses Wetter heute, muss ich sagen, sind die blaue Tönung irgendwie am angenehmsten. Fragt mich nicht warum. Jedenfalls komme ich mittlerweile mit der Brille sehr, sehr gut klar und bin nochmal ganz kurz gerade ohne Brille gefahren und muss sagen, mir gefällt das tatsächlich besser mit der Brille. Ich hätte es auch nicht gedacht. Und jetzt sehe ich gerade, wir sind hier in Obersteg, Stadt Oberath. Es geht jetzt einfach weiter geradeaus, die Serpentinenstraßen entlang Richtung Brombach, Schmitzhöhe, Eichhof, Kürten und so weiter. Da trennt sich dann irgendwann nochmal die Sülz, die jetzt hier gerade zu unserer Rechten da hinten ganz versteckt daherfließt. Aber Leute, ich muss sagen, wettertechnisch, ich will es einmal kurz gesagt haben, das ist das schönste Wetter, was ich je hatte auf einer Tour, weil es irgendwie abwechslungsreich ist und gleichzeitig auch einfach nie zu warm. Es ist so angenehm gerade. Richtig erfrischend, belebend und einfach nur toll. Hier kann man sich die Blümchen selber schneiden, wobei da noch nichts gewachsen ist. Ich mal eben hier rüber. Alles gut. So, Obersteg. Hammer, Leute. Das ist eine richtig geile Tour hier heute. Also da freue ich mich sehr, sehr doll drüber. Ich hoffe, es macht auch Spaß anzuschauen. Vielen Dank übrigens nochmal dafür, ja, dass ihr bis jetzt noch dran seid. Und jetzt jedet hier über eine Brücke, wo wir dann nochmal die Sülz queren. Hier haben wir die Sülz. Ist echt einiges an Wasser drin. Oh, hier sehe ich gerade die Lenneffe. Kommt hier auch noch an. Die füllt dann die Sülz dort vorne. Aber wir müssen weiter in die Richtung. Jedes Mal in meiner Euphorie vergesse ich was, irgendwas misslingt oder ich verpenne hier abzubiegen. Von daher nochmal umdrehen. Soll mir aber auch sowas von egal sein. Hauptsache macht eine schöne Zeit draußen. Boah, ey, was ist das denn? Kann ich jetzt auf gar keinen Fall lang fahren. Eigentlich muss ich da hoch. Ist ja was? Ich drehe wieder um. Da oben könnt ihr eine alte Eisenbahnbrücke erkennen. Und zwar war die damals in Betrieb, um eben die ganzen Steine aus den Steinbrüchen hier von Lindler eben nach Kölle und sonst wohin zu transportieren. Und diese Brücke, die soll wieder restauriert werden. Das heißt, eines Tages in irgendeinem E-Bike-Abenteuer werden wir diese Brücke dann zusammen queren. Dieser Radweg hier ist schon komplett neu gebaut, könnt ihr hier schon erkennen. Und ja, da haben wir auch ein paar Angaben, wie weit es jetzt hier noch ist, Richtung Kürten zum Beispiel, noch 11 Kilometer. Und dann werden wir mal hier eben um die Schranken hier herumfahren und dann diesen schönen Radweg gemeinsam entlang radeln. Jetzt geht es hier steile hoch. Das bedeutet für uns, wir schalten mal vorne aufs
kleine Kettenblatt, was aber jetzt gerade nicht funktioniert. Ach, ich muss den Umwerfer einstellen. Eben mit dem Fuß. Ne, geht dann auch nicht. Doch, jetzt. Seht ihr, jetzt springt sie rüber. Trick 17 kann man sich im Notfall mal mit helfen. Aber die Lösung ist es natürlich nicht. Ja, jetzt geht's hier hoch. Hier wird dann der richtig sportliche Weg hoch. Und der Trail eventuell. Wir bleiben mal hier tourenmäßig auf dem Hauptweg. Gerade selbst mal die Aufnahmen hier gecheckt. Leute, irgendwie mit der Brille, also optisch kann ich mich da irgendwie nicht dran gewöhnen. Ich bin gefühlt kein Brillenträger. Genauso wenig, wie ich ein Mützen- und Käppi-Träger bin. Passt irgendwie nicht, finde ich. Keine Ahnung, vielleicht muss ich mich daran gewöhnen. Aber ja, was sagt ihr denn hier optisch gesehen? Ich meine, darum geht es wirklich nicht, aber weiß nicht, muss ich irgendwie noch dran gewöhnen. Vielleicht mal anders oder vielleicht mal ganz anders gefragt. Was haltet ihr von diesen Brillen, die ein bisschen großflächiger übers Auge gehen, die so groß ungefähr sind? Ich weiß gar nicht, ob das spezielle Mountainbike-Brillen sind, aber da habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber die Preise sind auch wieder sehr sportlich. Von daher wollte ich jetzt ja hiermit erstmal starten. Aber vielleicht wechsle ich dann irgendwann mal auf eine andere Art Brille. So, keine Ahnung. Für die erste Erfahrung ist das ganz cool. Herzlich willkommen hier am Golfclub Schloss Georghausen. Ja, ein riesiger, wunderschöner Golfplatz mit einer kleinen Infotafel, die ich hier gerade entdeckt habe. Und zwar hier zum Thema der Sülzbahn. Ja, hier sind wir gerade durchgefahren, das ist ja auch alles neu gemacht worden. Ja, und hier könnte man sich jetzt einlesen. Dann hat hier übrigens 60 Jahre gedauert, bis die Bahn 1912 dann eben, ja, ein Örtchen ganz in der Ferne, Lindler nennt sich das, bis man das erreicht hat. Und ja, 50 Jahre später wurde das Ganze wieder eingestellt, weil sich das irgendwie nicht mehr gelohnt hat. Keine Ahnung. Ich finde solche Tafeln jedenfalls sehr interessant. Aber es ist zu viel für das Video. Leute, weiter geht's. Und zwar hier lang Richtung Hommerich. Und so langsam kommt auch der Mittagshunger hoch. Ich habe wieder feinste Köstlichkeiten mitgebracht heute. Praktisch zu essen, aber dennoch, ja, geschmacklich ein Genuss. Ich denke auch an schönen Orten, um dann ein vernünftiges Mittagessen genießen zu können. Daran mangelt es hier heute definitiv nicht. Ich habe hier doch direkt einen Ort gefunden. Da ist nämlich wieder die Sülz. Und hier, Leute, wie schön das aussieht, ne? Wenn die Sonnenstrahlen sich hier auf dieses moosbedeckte Geäst oder Gehölz hier legen, wie das dann hier so grün leuchtet, ne? Überall Mücken, aber die können mir heute nicht ins Auge fliegen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Boah, das riecht hier auch nach Natur pur. Ich müsste normalerweise mal hier irgendwo in die Sülze reinspringen. Aber ich habe jetzt kein Handtuch mit. So, jetzt gehe ich hier auf einem Pfad entlang, der moosbedeckt ist. Guckt euch diese Grüntöne an, wie das hier strahlt. Ich bin hin und weg. So viele Möglichkeiten, um jetzt hier irgendwo Mittag zu machen. Das gibt's ja gar nicht. Ja, jetzt habe ich die Qual der Wahl. Wo halte ich jetzt an? Naja, vielleicht fahre ich einfach noch was. Noch nicht mal die Hälfte der Kilometer rum. Nach zwei mittlerweile. Ich habe noch nicht mal die Hälfte der Kilometer rum, also da zieht sich hier heute wieder. Aber wir sind gerade an einer richtig schönen Stelle und zwar fließt dort die Lindlerer Sülz zusammen mit der Kürtener Sülz, die hier unten unter der Brücke eben herkommt. Und dann haben wir eben, ja, da rechts dann letztlich die normale Sülz oder die Basic Sülz oder wie auch immer man das dann bezeichnen möchte. Jedenfalls hier unter der Straße quert ja die Kürtener Sülz. Ich schwenke hier einmal runter. Ja, ist ganz interessant, so ein Kreuzpunkt irgendwie, finde ich. Wir werden jetzt aber einschlagen und zwar in diese Richtung. Wir werden der Kürtener Sülz folgen, eben Richtung Kürten. Wunder, oh Wunder. Und dann werden wir mal schauen, was wir da noch Schönes sehen können. Die Lindlerer
Sülz werden wir safe auch mal entlang radeln, aber eben nicht heute. Da wird es eben hochgehen. Ja, und Leute, für Mopeds ist das eine richtig geile Gegend hier, kann man nicht anders sagen. Das macht so Bock, hier die Serpentinstraßen entlang zu ballern. Aber hier, Fraktion E-Bike, mir macht das auf jeden Fall mit dem E-Bike in der Tat noch mehr Spaß. Klingt für manche vielleicht verrückt, aber ich fahre einfach lieber E-Bike. Und so fahre ich jetzt eben ja, entlang der Kürtener Sülz. Radweg gibt es hier leider keinen, aber das macht nichts. Wir fahren ja schnell genug. Apropos Leute, ich vergesse, dass ich hier die ganze Zeit auf dem Eco-Modus unterwegs bin. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal hochschalten. Ich habe ja einen zweiten Akku bei und es macht natürlich keinen Sinn, den zweiten Akku einfach nur spazieren zu fahren. Den muss ich natürlich auch nutzen. Von daher gönne ich mir noch einfach mal hier die Power des Stroms. Auch ist das wieder angenehm. Es ist noch angenehmer als gerade schon. Die höchste Steigerung von angenehm ist dann der High-Modus. Aber der bringt hier auch nicht mehr viel. Es ist schon so angenehm. Vor dem Örtchen Eichhof hier in der Gemeinde Kürten haben wir endlich mal wieder einen Blick auf die Kürtener Sülz. Bisher sehe ich davon nicht wirklich viel, weil sie sehr versteckt liegt und es keine Wege ja, entlang des Flusses gibt. Und wenn man mal was sieht, dann ist das sowas hier. Einfach zugewachsenes Sichtfeld, was man hier hat. So richtig, da ist wieder ein bisschen das Wasser zu sehen. Naja, wir fahren mal weiter. Langsam knurrt mir aber auch der Magen. Ich muss jetzt was essen. Also Leute, irgendwie fahre ich hier überhaupt nicht an der Kürtener Sülz entlang. Der Plan ist schon wieder ein bisschen was anders, als ich mir das alles so vorgestellt habe. So, jetzt sind wir hier in Waldmühle, kurz vor Kürten, aber wie ihr sehen könnt, nur Straße. Und die Sülz ist nicht so richtig erreichbar. Ja, seht ihr hier, ich fahre die ganze Zeit im Prinzip an der Hauptstraße entlang und hier sind aber auch keine Wege so richtig. Hier hätte man mal queren können, aber so richtig irgendwie nicht. Von daher hat Komoot an der Stelle alles richtig gemacht. Naja, wir fahren mal weiter. Jedenfalls erstmal herzlich willkommen hier in Kürten, im Rheinisch-Bergischen Kreis. Ja, war ein kurzes Vergnügen. Weiter geht's zur Junker Mühle. Jetzt sind wir gleich an der Quelle, ohne überhaupt an der Kürtener Sülz entlang gefahren zu sein. Also ich fahre jetzt mal irgendwo rechts und versuche es mal. Ich brauche gar nicht so groß weiter rechts zu fahren, weil die Kürtener Sülz hier direkt ist. Aber ja, wie ihr seht, hinter der Leitplanke da unten. Ich muss mal sehen. Theorie und Praxis gehen immer so weit auseinander. Mir gefällt aber die Praxis um Längen besser. So, mittlerweile haben wir schon hier 15 Uhr. Ich bin hier gerade vorm Splashbad. Ehemaliges Schwimmbad, mittlerweile glaube ich ein Fitnessstudio, keine Ahnung. Und Leute, schaut mit mir mal hier runter. Wir sind mal an der Kürtener Sülz, aber das ist ja gleich kein Fluss mehr, sondern ein Bach. Und je weiter ich eben flussaufwärts fahre, desto weniger Zuläufe und kleinere Bäche münden eben noch hier rein. Und dementsprechend ja, wird das immer weniger Wasser hier, ne? Ich muss aber jetzt was essen, es nützt nichts. Ich glaube, das lädt doch jetzt hier ein für Mittagessen. Beziehungsweise das ist ein Zeichen. Keine Ahnung, ob ich da jetzt vorbeikomme, aber ich werde jetzt definitiv hier was essen. Bei der schönen Sonne irgendwo da oben. Ich bin schon langsam richtig durch. Irgendwo da, vielleicht auf diesem Stamm oder so. Oh.
ist das schön. Nach getaner Arbeit schmeckt es doch immer am besten und vielleicht kann ich schon mal ein ganz kleines Zwischenfazit abgeben. Irgendwie drückt es überhaupt nicht mehr an der Nase. Frag mich nicht warum, ob sich die Brille irgendwie angepasst hat von dem Bügel hierher, ob das so ein bisschen was dauert oder ob sich meine Nase, meine krumme und schiefe Nase, an die Brille gewöhnt hat. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es ultra angenehm mit der Brille. Ich muss es zugeben, ihr habt eine lange, lange Zeit lang recht gehabt und ja, ich weiß auch nicht, warum ich das bisher nicht ausprobiert habe. Irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht das so ein bisschen nach dem Kölner Grundgesetz. Kenne man nicht, brauche man nicht, fort damit. Oh, vielleicht hat sich das bei mir irgendwie durchgesetzt, wobei das natürlich Quatsch ist, ne? Nur wenn man was nicht kennt oder so, ist es nicht, heißt nicht, dass man es nicht braucht oder dass es schlecht ist oder so. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich kann gar nicht mehr so richtig sprechen, weil es hier erstens so schön ist, aber zweitens, weil der Hunger einfach sehr groß ist. Aber das hier reizt mich dann doch schon mal kurz, hier zu gucken, beziehungsweise ich kann hier nicht richtig drüber blicken. Von daher könnt ihr das mal hier für mich machen, was man da noch so sieht. Ja, der ganze Baum ist hier samt Wurzel gefallen. Genauso wie dieser dort und da hinten der und wahrscheinlich die alle hier. Heftig, ne? Hier sieht man, dass die Wurzeln, ganz interessant, eher in die Fläche wurzeln. Also das sind keine wirklichen Tiefwurzler hier irgendwie. Ne? Weil das ist ja gerade mal hier ein kleiner, schmaler Wurzelstumpf, sage ich mal. Ne? So richtig nach unten gehen diese kleinen, dünnen Ästchen da unten nicht. Ne? Ich dachte eigentlich, dass die Laubbäume Tiefwurzler sind, aber ich habe da keine Ahnung von, Leute. Jedenfalls ist es zum einen schade um die Bäume, aber alles hat sein Gutes und so eben auch. Ja, habe ich jetzt hier eine schöne Fläche, um mich hier auch mal hinzulegen, um mal lang zu machen und das gibt es ja nicht, wie bequem das ist. Boah, ich keine Hängematte, die ich mal wieder nicht dabei habe übrigens. Aber das, jetzt hier eine Sonne, ne? Boah, wisst ihr was, ich lasse mir jetzt hier einfach richtig lange auch gut gehen. Ich ziehe jetzt nicht direkt weiter, sondern ich mache jetzt hier einfach Pause. Oh, schön was essen, sonnen, liegen, dort oben in den Himmel schauen, die Wolken beobachten. Mal sehen. Mir wird sowieso nirgendwo langweilig, das kann ich euch sagen. Oh, es ist einfach, es gibt so viele schöne Dinge, die man machen kann. Die Zeit reicht einfach nicht für alles. Von daher muss man immer Prioritäten setzen. Aber schon mal auf hier zu labern und zu philosophieren, denn ich will ja eigentlich was essen. Dazu kram ich mal hier eben alles raus. Hier muss ich mal dran denken, damit der Akku geschont wird, dass ich das Handy deaktiviere, das Display. So, wie gehabt, Spanngurt entfernen, das hier öffnen. Ja, die Gabeltasche habe ich immer noch nicht gekauft, muss ich irgendwann mal machen. Ich habe hier noch so viele leckere Sachen, Leute. Boah, das ist der Brüller hier. Vitalgebäck. Ist zwar nicht wirklich vital, aber das Marketing reicht. Dann hier wieder Dosenfutter, allerdings für Menschen, aber auch sehr, sehr lecker. Ja, Kinder Bueno habt ihr schon gesehen. Da werde ich mal dafür sorgen, dass sie mal hier im Schatten liegen, bevor die noch schmilzen. Und hier, Leute, boah, mir läuft das Wasser sowas von dem Mund zusammen, jedes Mal, wenn ich Hunger habe. Oder vor allem eben auf Touren. Zack, ich habe hier selbstgemachten Mikrowellen-Proteinkuchen. Ganz feine Zutaten drin, kaum chemisches Zeug. Richtig lecker, zeige ich euch das in Verbindung mit Erdbeeren. Frisch gekauft, frisch gezüchtet wahrscheinlich, aber ist auch egal. Ja, und noch hier die Pulle Wasser, die ich mal hier rausziehen muss. Zack. Okay, wir sehen uns da oben wieder. Ach nee, ne, bitte nicht, ey. Ich suche die Gabel. Ich bin so sicher, dass ich die eingepackt habe. Ich kann die nicht vergessen haben. In meiner Version. Diese Taschen, die sind so ätzend, wenn du was suchst. Was ist die denn jetzt hier? Ich habe die 100% eingepackt.
hörst doch hier Klimpern. Ey, das darf nicht wahr sein, ey. Mikro brauche ich jetzt nicht. Das Ding hier auch nicht. Boah, das kann nicht sein. Korrekt, keine Gabel mit. Endlich mal wieder. Hat aber ja viele Folgen über mit Besteck funktioniert. Ich muss jetzt aber essen. Vielleicht kann ich hier irgendwas umfunktionieren. Oder ist es zu ekelhaft? Hier ist eine Gabel. Scheiß drauf, ich mach das jetzt einfach. Ich esse jetzt einfach mit dem Felgenheber oder Reifenheber. So Leute, Mahlzeit. Mir ist das jetzt sowas von egal, dass ich die Gabel nicht mitgenommen habe. Ist zwar ärgerlich, aber in der Not isst man mit Sicherheit auch mit Händen und Füßen. Ich esse jetzt hier mit dem Felgenheber. Guten Appetit. Ich schieb mir das hier so ein bisschen. Ach. Schmeckt doch noch besser als gedacht. Kann man mal machen, oder? Guck mal hier. Boah, ist zu warm. Boah. Jetzt ist es richtig heiß. Guckt hier, das geht besser als man denkt, ne? Gefühlt eine halbe Minute später, das Thunfischding ist schon wieder leer. Kann man auf jeden Fall immer gut unterwegs snacken. Jetzt gibt es noch hier selbstgemachte Mikrowellen, Protein, keine Ahnung, nicht Brownies, aber Kuchen. Da sind Eier drin, Haferflocken, ein bisschen Backpulver, Zartbitterschokolade, so Kügelchen zum Backen, Banane, Proteinpulver, habe ich schon gesagt, ich weiß es nicht. Boah. Und ein bisschen Quark. Boah, das kann man so gut unterwegs essen. Und dann dazu noch Erdbeeren. Boah, sind die süß. Vom Allerfeinsten. Lass mir es noch schmecken. Ich sehe gerade, dass hier in der Ferne gefühlt ein Gewitter aufzieht. Aber bisher hat es ja irgendwie noch nicht so richtig geregnet. Mal sehen, also da hinten sieht es schon wieder sehr, sehr bunt aus. Ist noch die Dinger dabei. Und noch Kinder Bueno. Sogar mit Lene hier. Ich sage Leute, guckt, Baum ist umgekippt, aber alles hat sein Gutes. Manchmal sieht man es nur nicht direkt. Ihr seht die Gewitterwolken in der Ferne, die machen mir gerade so ein bisschen Sorge oder die lassen etwas Unruhe aufkommen. Ich wollte mich ja eigentlich noch ein bisschen lang machen, das mache ich jetzt auch, weil ich einfach so vollgestopft bin von den ganzen Keksen und diesen Protein-Mikrowellenkuchen. Jetzt gibt es hier zum Finale noch ein Kinder Bueno White, die letzten drei hebe ich mir noch auf für später. Ja. Und ich schaue einfach mal, wann ich losfahre. Eigentlich wollte ich das ziemlich zeitnah machen, weil ja, es wird hier immer dunkler irgendwie. Vielleicht zieht es auch einfach nur weiter und ich sorge mich da die ganze Zeit unnötigerweise drum. So, Mahlzeit. Allein das Knacken ist schon ein Highlight. Also, weiter geht's. Brille up, Helm up. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir nochmal von der Kürtener Sülz erleben. Einmal hoch zur Quelle fahren, da vielleicht ein Stückchen trinken und dann einen schönen Bogen wieder Richtung Kölle fahren. Wir lassen uns mal überraschen, was noch passiert. Das Schöne ist, ich konnte gerade durch die Drohne erkennen, dass man hier an dem Baum eben vorbeigehen kann und dass da nicht noch
hunderte andere Bäume umgekippt sind. Das wollen wir hier einmal wieder runter. Wo war denn das? Sieht denn jetzt steiler aus als gerade. Wir knallen hier mal eben durch. Oh. Jetzt muss man wieder in Fahrt kommen, ey. Oh. Ah. Na, hier durch. Wo ist jetzt schon wieder der Fluss? Da muss doch irgendwo da unten sein, aber ich sehe doch nicht mal. Wenn ich da runterblicke. Kleines Update hier. Das Wasser wird weniger und es gibt hier einfach keine Wege. Jetzt ist irgendwo wieder da hinten am Waldrand hinter dem Gras. Man quert hier nochmal die Straße. Zack, die Sülz. Okay, jetzt ist gleich Feierabend, glaube ich. Jedenfalls verschwindet jetzt hier wieder der Radweg oder überhaupt eine Befestigung. Ah, das ist immer ätzend, ey. Aber gut. Ich finde auch, wenn die Leute anständig überholen, ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn die einen so dicht bedrängen, dann nervt das irgendwie, ne? Jetzt hier noch das Gras frisch gemäht an der Bankette. Und das Gute ist wirklich, dass ich die Brille aufhabe. Jetzt würden mir direkt wieder die Gräser und Pollen in die Augen fliegen. Ich merke auch von der Allergie echt extrem wenig, also... Ich bin mittlerweile pro Brille, 100%. Eine Tour damit hat gereicht. Hätte ich das vielleicht mal beim dritten oder vierten E-Bike-Abenteuer ausprobiert. Aber egal. So, was haben wir hier noch? Nichts. Drei Häuser. Vier. Nee, ist ein Schuppen. Aber eine Bushaltestelle. Oh, das gibt's doch gar nicht. Steigt hier ein. So, jetzt lass ich die erstmal fahren. Und. Dann geselle ich mich dazu. Boah, ist das hier idyllisch alles. Da oben grasen die Pferde auf der Wiese. Leute, Natur pur. Ich liebe das. Das ist einfach herrlich. Nur mit den Flüssen muss ich mir noch ein paar Gedanken mehr machen, wenn ich immer abklapper. Allzu weit flussaufwärts macht es dann doch irgendwie keinen Sinn, aber letztlich ist mir das auch sowas von dermaßen egal, wo ich lang fahre. Hauptsache irgendwo eine gute Zeit. Ist überall schön. Manche Stellen schöner als an anderen, aber grundsätzlich überall, wenn man richtig hinsieht. Gut, ungefähr 60 Kilometer liegen hinter mir. Und ich dürfte mich jetzt an der Quelle der Görtener Sülz befinden, von der wir gar nicht so viel gesehen haben. Also war das eine Tour hier eigentlich entlang. Oh, boah, das wäre es jetzt noch, ne? Wenn das Geländer nicht fest wäre. Also war das hier eine Tour eigentlich entlang der Sülz, der Kürtner Sülz. Hier sehe ich aber, ist doch keine Quelle hier. Ne, hier ist doch eigentlich ganz gut Wasser. Das wäre jetzt ein bisschen viel für eine Quelle. Mitten in den Karpaten hier schon wieder. Ist doch hier keine Quelle hier, kein Ursprung. Es geht doch bestimmt noch ein paar Meter weiter hoch. Ach Leute, ich bin jetzt schon wieder schlauer als gerade eben. Ich habe mich nämlich hier zu dem Punkt navigieren lassen, wo die Ahe zur Kürtner Sülz wird. Das lese ich aber erst jetzt. In anderen Worten, es gerade war schon ein kleiner Bach, eben die Ahe, und ab hier nennt man das eben Kürtner Sülz. Sieht man aber nicht viel von, wie schon die ganze Zeit. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich würde aber trotzdem einmal gerne wenigstens kurz ans Wasser mir mal eben die Flossen waschen von dem Ferrero Kinder Bueno White Limited Edition.
Ich hoffe, dass ich jetzt mal hier irgendwo runter kann, aber ne, das ist dann hier alles wieder so zugestrauchelt. Ich habe jetzt keine Lust, wie den Zecken und so, mich da durchzukämpfen. Und hier sieht es aus, als gehe es da zu einem privaten Grundstück. Da oben sind ein paar Kühe in einer unfassbar friedlichen Umgebung. Das ist sehr, sehr schön. Ja, Leute, wisst ihr was? Da sind auch noch Kühe hinten auf der anderen Seite, hinter der Straße, wo wir gerade entlang gefahren sind. Naja, dann würde ich sagen, drehen wir hier mal wieder um. Wir befinden uns jetzt übrigens zwischen Thier und Wipperfeld. Ja, hier links noch Thier. Wir fahren aber jetzt wieder geradeaus Richtung Kürten und drehen da noch einen riesengroßen Bogen oder halt einen direkten Weg jetzt Richtung Kölle. Das sind über 40 Kilometer noch. Ja, ich ziehe jetzt erstmal was durch. Werde mir wahrscheinlich auch einfach erstmal Mucke aufs Ohr hauen und lass mich mal überraschen, was die Zeit noch bringt. Uhr mittlerweile. Die Stelle hier, die solltet ihr kennen. Haben wir hier heute schon mal gesehen. Ich wollte mich jetzt hier noch von der Kürtner Sülz verabschieden, mit der ich hier heute eine wunderbare Zeit hatte. Wir haben uns kaum gesehen, aber es war trotzdem schön. Ich will jedenfalls wenigstens mal kurz ans Wasser und mir die Hände waschen und überlege, ob ich jetzt einfach straight hier runter gehen soll oder ob das eine dumme Idee ist. Hier, man muss nur die Augen aufmachen. Hier ist doch eine Stelle. Da gehen wir jetzt mal kurz runter. Wir werden sehen. Die guten Dinge im Leben sind ja meist etwas versteckt oder nicht direkt auf den ersten Blick hin zu erkennen. Aber jetzt geht es hier schon wieder hoch. Oh, ey, das gibt's doch gar nicht. Also hier nochmal runter. Okay, da unten ist ein kleiner Zulauf. Okay, da muss ich ja hier direkt. Da muss man schon sehr genau hinschauen. Okay, hier runter. Ich wollte mir doch nur mal kurz die Hände waschen. Ist da zu viel verlangt? Ich kann nicht behaupten, ich habe eine Tour entlang der Kürtner Sülz gemacht und habe sie nicht einmal berührt. Okay. Oh, Mahlzeit. Jetzt haben wir uns beide erschrocken. Jetzt ziehe ich mal eben wieder zurück. Okay, Leute, das war ein Zeichen. Das sollte nicht sein. Oh wei, ich drehe mal wieder um. Das darf doch nicht wahr sein, dass da jetzt jemand sitzt, ey. Ich wollte den Jungen jetzt auch nicht erschrecken, aber ich habe mich selber so heftig erschrocken. Ey, da will ich jetzt keine Nummer mehr abdrehen. Boah. Dass da unten einer ist, das gibt's doch nicht. kann doch nicht wahr sein, ey. Das muss ich jetzt erstmal verdauen. Es sollte nicht sein, liebe Kürtner Sülz, es sollte nicht sein. Kilometer Nummer 72, der Akku ist jetzt leer. Ich wollte jetzt hier gerade mal zeigen, wie das hier aussieht. Weil dieser Bügel der Brille dann doch irgendwie da reindrückt. Wobei es eigentlich nicht wehtut. Könnt ihr das sehen? Ah, naja, ich wechsle mal den Akku. Ich werde jetzt mal die Zeit stoppen und wir werden mal schauen, wie lange das dauert mit Schlüssel rausholen, Tasche öffnen und so weiter. 1, 2 und los. So, Schlüssel ist katastrophal verstaut in der vorderen Tasche und dann auch noch in der Jacke, in der Innentasche. Okay. Akku raus. So, Akku rein. Spanngurte. Unter 3 Minuten, Leute. Schaffe es. So, ja. Hier, das ist meine Art von Akkuwechsel. Bei diesem Bike. Mit ein bisschen Laberei und Filmerei noch dazwischen. Okay, Akku gewechselt. Werfen wir nochmal einen Blick auf diese sündhaft teure Maschine.
Ein fertiger, um eben asphaltierte Straßen herzustellen. Total interessant. Hier kommt das ganze Asphaltmischgut rein. Natürlich sau heiß, mindestens mal 180 Grad. Und dann kommt das hier eben, ja, wird das durch so eine Walze nach hinten gebracht. Hier könnt ihr die auch nochmal sehen. Ne? Da dreht sich dann so eine Schnecke hier. Und dann kann man das alles eben auf Höhen einstellen. Dann wird das abgezogen. Ja, dann kann man das, wird das noch gewalzt. Und dann haben wir eben eine Fahrbahndecke. Hochgradig interessant, die Maschinen. Das ist schon, ja, schon beeindruckend. Da oben Vögele. Keine Werbung, Leute. Unbezahlter Hinweis auf eine gute Marke. Ich bezweifle, dass mich eine Straßenbaufirma jemals sponsern wird. Wer weiß. Wer weiß, was kommt. Und damit herzlich willkommen zurück hier in Kölle. Mittlerweile haben wir 19 Uhr. Ich bin jetzt seit über 9 Stunden unterwegs. Das Ding, das ist hier schon wieder auf Standby. Aber ja, 102 Kilometer soweit zurückgelegt. Akku habe ich immer noch beim zweiten Akku über 50%. Ne? Hier 60%, 6 Balken ungefähr. Leute, die Tasche hier, die hätte ich fast über den Rhein geschmissen während der Fahrt über die Zurbrücke, weil die einfach irgendwann aus irgendeinem Grund immer mal wieder auf den Reifen geknallt ist. Habe ich auch hier so Spuren hier unten. Das hat dann immer so ein ätzendes Geräusch gemacht und keine Ahnung, ich habe mir einfach die ganze Zeit die Frage gestellt, warum? Weil sie ist sowas von fix gespannt. Was willst du denn dann noch mehr festziehen? Also ich bin mit diesen Taschen irgendwie auf Kriegsfuß. Eventuell muss ich mir diese Gabeltasche holen, habe ich schon erzählt. Ist ein anderes Thema. Ja Leute, Brille. Ich muss es zugeben, geiles Feeling, macht auf jeden Fall Bock. Ich habe einfach viel weniger Zeugs in die Augen bekommen. Angenehmes Sehen während der Fahrt und ist einfach cool. Ansonsten lasse ich es mir hier gerade noch schmecken. Ich haue hier gerade noch ein Löschen Kekschen rein und Kinder Bueno. Und ich überlege gerade, was ich noch einmal zu sagen habe. Wetter passt. Im Hintergrund wieder schwarz wie sonst was, aber es hat ja heute gut mitgespielt, war vom Wetter her, glaube ich, die schönste Runde, muss ich sagen. Doch, war cool. Noch irgendwas? Ich glaube, das war es. Leute, herzlichen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns wieder in der 17. Folge E-Bike-Abenteuer. Macht es gut und bis später.